Jetzt geht's gleich los mit einem neuen Podcast. In diesem Podcast sprechen Dr. Johanna Dahm und Jane Ohlich über verschiedene Themen, die uns alle betreffen. Sie diskutieren unter anderem die Rolle von Handwerkern und Männern in der Gesellschaft, den Service von IKEA, die Erziehung von Kindern zu kleinen und großen Egoisten, die Auswirkungen von CO2-Vorschriften auf Geschäfte und Reisen und vegane Ernährung. Lassen Sie sich von Ihren überzeugenden Argumenten inspirieren und hinterfragen Sie Ihre eigenen Ansichten zu diesen wichtigen Themen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast und teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Und zusammen können wir nämlich eine so richtig informierte Diskussion führen und positive Veränderungen bewirken. Und jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Willkommen zu unserem Podcast, nämlich mit dem Namen Unvorbereitet. Wir sind nämlich unvorbereitet und das wollen wir natürlich auch bleiben. Und übrigens, ich möchte unbedingt mit Johanna reden. Und du, Johanna? Jane, ich will auch mit dir reden. Ich habe einen Zettel voller Themen heute. Was beschäftigt dich denn eigentlich heute so besonders, währenddessen mich heute ein Handwerker beschäftigt hat? Also ich wollte schon wissen, warum du gesagt hast, dass wir uns weiß anziehen. Das war die einzige Vorbereitung heute auf diesen Podcast. Ja, weiß. Warum eigentlich weiß? Na, weil der Frühling kommt. Weil man mit weiß nichts falsch machen kann. Okay. Wir Frauen müssen ja immer so ein bisschen aufpassen mit unseren, wir wollen ja immer auch nicht besonders, sage ich mal, auffallend aussehen, oder? Naja, also in dieser grauen Jahreszeit, draußen ist es ja noch ziemlich grau und alle Menschen schauen momentan so grau aus, finde ich, dass du schon strahlend schön aussiehst, so wie du jetzt gerade gekleidet bist, meine Liebe, ja. Also ich finde, du schaust schon sehr auffallend aus, ja. Ich glaube, es ist auch die Absicht, oder? Komm, gib's zu. Also ich muss sagen, ich mache mich gerne schick und ich laufe aber auch gerne im Joggingzeug rum. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ziehe gerne meine Jogginghose zu Hause an, das schöne weiche Material. Und dann sitze ich an meinem Laptop, an meinem Schreibtisch und arbeite und dann fühle ich mich so richtig, richtig wohl. Und dann gehe ich aber auch gerne ins Gegenteil. Und heute mit Weiß. Weiß finde ich schön. Es erinnert mich an Frühling. Weiß ist eine Farbe. Eigentlich sagt man, wir sind ja nicht spirituell, aber in der Spiritualität sagt man, dass Weiß alle Farben eigentlich beinhalten würde. Ja, und deshalb ist für mich Weiß immer eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat ja auch was Unschuldiges und etwas Neutrales an sich, oder? Ich finde es interessant, weil du Spiritualität gesagt hast. Ich war mal auf Bali, das ist jetzt 3 Jahre her. Übrigens genau 3 Jahre, zu Beginn der Pandemie war das, ne? Und nee, ist schon 4 Jahre her, Jane. Wir haben 2024, time is running when you have fun. Und da habe ich einen Brahmanen mal getroffen. Und damals war ich noch immer schwarz angezogen. Du weißt ja auch, meine Mutter ist gestorben und so weiter und so weiter. Der hat gesagt, zieh dich bitte nicht mehr schwarz an, sondern weiß. Du musst weiß tragen. Ja, weil er auch wusste, ich bin in einem Lehrberuf und so. Und da hat er gesagt, also Leute, die eine Kunde haben, die was zu verkünden haben, die müssen sich mal weiß anziehen, ja. Du, ich habe es noch lange nicht geschafft, aber heute, ne, dir zu Ehren, du hast gesagt, Johanna, unvorbereitet, aber in weiß. Guck, so ist es. Wir sehen so vorbereitet aus, aber das sind wir nicht, ja. Obwohl wir heute auch schon eine ganze Menge hinter uns haben. Bei mir war heute ein Handwerker und das ist gar nicht so einfach. Oh, was hast du vor? Ich habe ein Sofa bekommen von IKEA und dachte, die bauen mir das auf. War leider nicht so. Ich bekam 3 riesige Kartons und zum Glück war gerade ein Handwerker da und konnte mir die alle 3 aufbauen. Also es war ein bisschen schwierig. Und dann riesige Kartons, da musste ich noch bitten und betteln, ob man die Kartons denn wieder mitnehmen würde. Leider war das etwas schwierig, aber die Spedition hat dann die Kartons doch mitgenommen. Ich glaube, ich hätte einen halben Umzugswagen nochmal bestellen müssen oder überhaupt einen Sperrmüll, damit man das wieder hätte entsorgen können. Also es war ein riesengroßes Problem, aber es hat alles geklappt, dank dessen, dass ich einen Handwerker bei mir hatte und der richtig gut, das Sascha heißt er, und der hat das richtig gut gemacht, ja. Danke an Sascha. Ja. Also ich finde so,
Das wäre doch schon mal ein toller Aufruf, oder? Also my best IKEA-Story. Oder wenn du sagst, IKEA, da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Küche von IKEA. Und genau das ist auch passiert. Eigentlich sollte sie nicht nur bis an die Bordsteinkante geliefert werden, sondern eben bis nach drinnen und auch aufgebaut. Aber bei der Bestellung wurde der Haken nicht gesetzt. Ja, also heute ist ja alles EDV, IT und so weiter. Und ja, der Haken wurde nicht gesetzt und die Küche stand am Bordstein. Und zwar dort, wo eine Haltenische war, wo ein Bus normalerweise zum Halten kommen sollte. Da stand dann die Küche. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, jeder Bus dauernd ein Hubkonzert auf der Straße und so weiter. Und es war noch Sommer und 40 Grad. Heilige Scheiße. Also es war natürlich wundervoll. Ich habe mein ganzes Netzwerk an telefoniert. Ihr kennt das ja, Johanna, wenn du mal was brauchst, ruf mich an. Komischerweise, außer einem, der nicht Sascha hieß, aber so ähnlich, ja. Also hatte komischerweise niemand Zeit, weil so wunderbares Freibadwetter war, ja. Also my best IKEA-Story, das wäre doch schon mal ein Aufruf, oder? Mal die schönste IKEA-Story dann hier als Kommentar unter den Podcast zu schreiben, oder? Also ich glaube, da fallen allen möglichen Leuten ganz viele Stories zu ein, oder? Und wie ist es jetzt ausgegangen? Ist das Sofa jetzt drin? Also ich habe erstmal mit den Spediteuren diskutiert, weil ich sagte, hier steht doch aber Service mit dabei. Ich dachte, sie würden diese Couch oder dieses Sofa mit aufbauen. Nein, das ist nicht der Fall. Und dann wurde ein bisschen telefoniert. Aber ich hatte ja Sascha, war genau zu diesem Moment in dieser Zeit da. Und da war ich wirklich dankbar, der das also gleich gemanagt hat und mir alles aufgebaut hat. Aber da steht ganz brav Service dabei. Auf diese Rechnung. Und dann geht man ja davon aus, dass man alles aufgestellt bekommt. Naja, gut, hat nicht ganz geklappt. Die Couch steht, sieht schön aus. Ich fühle mich wohl mit dieser Couch, bin schön, glücklich damit. Schön. Aber es war Glück. Ja. Glück, dass Sascha da war. Ja, ja, und ich sag dir mal ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn ein Mann handwerkliche Fähigkeiten hat. Das stimmt. Ich finde es aber auch gut, wenn Frauen handwerkliche Fähigkeiten haben. Also manchmal ist man ja sonst auch aufgeschmissen, oder? Wenn gerade kein Mann da ist. Aber Männer ohne handwerkliche Fähigkeiten, da fehlt an was, oder? Ja, finde ich auch. Da fehlt irgendwas. Ich bin von Natur aus ein ganz klein bisschen, ich würde nicht sagen, ich sag immer, ich bin ungeschickt, aber ich habe keine Geduld, irgendwas zusammenzubauen. Ah. Das ist der Grund. Und du, bist du handwerklich? Ich kann Bilder aufhängen, weil das liegt daran, dass ich mal in einer Galerie gearbeitet habe und mein Geld verdient habe da. Und daher weiß ich, wie man so ein Bild einigermaßen so austariert, dass es nicht so schepp, ja. Aber damit endet auch schon mein Geschick, ach, ja. Ah doch, ich kann noch so Verlängerungsschnüre, das kriege ich auch noch hin. Und dann müsste ich aber schon überlegen, Jaden. Ja. Ja. Okay. Ja, aber ich muss sagen, ich habe eine Tochter, die ist Architektin und die kann alles, die kann das alles. Und die hat das nicht bei mir gelernt. Das muss man wirklich mal sagen. Die hat das einfach mit auf die Welt gebracht. Die kann Regale aufbauen, die kann Lampen anmachen, meine Tochter. Also wirklich mal sage, muss ich mal wirklich sagen, ganz hervorragend. Also das, entweder steckt das vermutlich in einem drin. Also man sagt ja eigentlich immer Vorbild, ne? Man soll doch ein Vorbild sein. Aber ich war in Sachen Handwerkskunst bestimmt kein Vorbild, aber meine Tochter ist. Doch, du warst das Vorbild dadurch, dass du es eben nicht so wirklich vorgelebt hast, hat sie sich gedacht, naja, und dann mache ich es besser als die Mama. Ja, vielleicht war es das. Aber ich glaube, bei mir war es einfach so, mein Vater hat so eine riesengroße Fleischmann-Eisenbahn gehabt, so eine Modelleisenbahn. Und hat mich als Kind immer unter den Tisch gesetzt, damit ich unten die Drähte zusammendrüdle. Ne? Und ich fand das als Kind schon so ätzend mit diesen Käbelchen, ein blauer, ein gelber, ein brauner, die immer zusammenzudrehen, dass ich da wahrscheinlich schon meine Handwerkerkarriere an den Nagel gehängt habe, weil ich gedacht habe, da sitzt man ja immer im Dunkeln unterm Tisch. Nee, ich will oben, ja, im Licht sitzen. Und ich glaube, da habe ich schon gesagt, nee, nichts mit Handwerk. Ja. Also die Eltern waren schon sehr dran. Ich kann mich auch an eine kleine super Geschichte erinnern, an meine Mutter. Ich habe nämlich ab der 2. Klasse jedes Jahr einen Stabilbaukasten geschenkt bekommen, weil ich so schlecht in Werken war. Aber ich bin tatsächlich nicht besser geworden. Ich hatte Stapelweise, es war schrecklich. Und okay. Ja, okay. Ja, also
So, aber man wird trotzdem nicht besser. Ich hatte trotzdem immer eine 3 bei meinem Lieblingslehrer, aber es hat keine Wirkung gebracht. Ja, aber weißt du, ich finde, Handwerk ist ja ein dehnbarer Begriff, ja. Und du bist ja sehr, sehr gut in vielen anderen Dingen, die ja auch viel Fingerspitzengefühl erfordern, ja. Wo dann wieder andere Leute sagen, können sie nicht, geben sie an dich, ja. Und viel hat man ja auch für die Lehrer gemacht. Also ich finde, wenn man einen guten Lehrer hatte, hat man sich ja besonders angestrengt, oder? Also ich weiß noch, ich hatte einen Deutschlehrer, meine Güte, der war toll, ja. Der hieß Vorberger, wir haben den immer Forbes genannt. Der war so klasse, da hast du dich nochmal extra angestrengt. Hätte ich so einen Mathelehrer gehabt, dann wäre ich vielleicht in Mathe noch viel besser gewesen. Wer weiß das? Ja, keine Ahnung. Ja natürlich. Ich krieg gerade Besuch. Ach hier, wer ist denn da? Wie heißt du denn? Ja, Moriarty ist das hier, meine Süße. Ja, die möchte auch mitreden, glaube ich, hier gerade. Und danke, dass du heute die Farbwahl so bestimmt hast, weil ein schwarzer Hund kommt natürlich auf Weiß viel besser zur Geltung, ne? Was für ein süßes Hündchen. Och Gott, ist er Schleckerli, ja, hier. Absolut. Und schon Podcast-Star ja. hier. Ja, genau. Klasse. Ja, ich hatte übrigens auch eine gute Lehrerin. Mathematik. Ja. Okay. Und diese Lehrerin, Mathematik habe ich so nebenbei, war gut, ja. Aber die Lehrerin, die neue Lehrerin, die war so, die hieß Frau Topf. Und Topf, eine ganz tolle Lehrerin war das. Eigentlich habe ich sie nicht gemocht. Und zwar dessen, weil die immer zu mir gesagt hat, träum nicht, träum nicht, träum nicht, pass auf, träum nicht. Und ich wurde immer wieder drangenommen. Aber dadurch hatte ich dann meine Einsen in Mathematik und habe alles mit 1 abgeschlossen. Ja, apropos pädagogisches System. Pädagogisches System. Und ich hatte einen Mathelehrer, den Herrn Wild. Er ist reingekommen in die Klasse und hat sich als erstes mal einen Überblick verschafft, hat gesagt, oh, hier sind ja mehr Mädchen als Jungs. Das eine will ich euch sagen, Mädchen können keine Mathematik. Also sofort die Demotivation reingegeben, ja. Und das fand ich schon ein starkes Stück. Wir haben hinterher rausbekommen, dass er eine behinderte Tochter hatte, die im Rollstuhl saß. Und ich glaube, das hat ihn einfach sehr frustriert. Und dadurch, dass ich viel getanzt habe und so weiter, hatte er mich nochmal besonders auf dem Kicker. Das bedeutet, ich habe immer eine Note schlechter bekommen, wenn ich zum Beispiel einen anderen Lösungsweg hatte. Aber die richtige Lösung, hat er immer gesagt, anderen Lösungsweg als besprochen. Nee, gibt's Punktabzug. Ja, ist aber auch nicht richtig. Ist absolut nicht richtig. Und ich habe dann auch immer mit ihm diskutiert. Und aber er hat sich dann nicht erweichen lassen. Also ich hätte lieber eine Frau Topf gehabt als einen Herrn Wild. Aber naja, hinterher denke ich mir, man entwickelt manchmal auch Verständnis für die Historie von Menschen und warum sie Dinge so tun, wie sie tun. Mhm. Ja. Wir wissen ja heute, eigentlich sind Frauen die besseren Mathematiker. Ich glaube auch. Und das hat was mit Konzentration zu tun. Damals habe ich Konzentration gelernt, weil ich musste aufpassen. Weil wenn sie mich drangenommen hat, dann musste ich natürlich eine Lösung wissen. Also musste ich aufpassen. Und das hat was mit Aufmerksamkeit zu tun und mit Konzentration. Deshalb denke ich, in der Schule, die Kinder müssen eigentlich auch zuallererst mal lernen, aufmerksam zu sein und vor allem achtsam. Was bedeutet eigentlich für dich Achtsamkeit, Johanna? Oh, Achtsamkeit, mit dem Wort kannst du mich eigentlich jagen. Ne? Ich mag Fokus, ich mag Aufmerksamkeit, ich mag Konzentration, aber Achtsamkeit ist für mich schon ein sehr abgedroschenes Wort. Ne? Also ich glaube, ich kann sehr gut Konzentration und Fokus, das habe ich gelernt. Ich kann mich auch in kurzen Phasen auf verschiedene Dinge konzentrieren. Aber Achtsamkeit, ja, wenn man darunter versteht, so Selbstführung, ja, bin ich gut zu mir, weiß ich, was ich kann, was ich will, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, und auch Grenzen setzen vor allen Dingen, damit keine Übergriffe und sowas stattfinden. Alles das super, ja. Aber dieses Wort Achtsamkeit ist für mich schon sehr noch nebulös, ne? Und vielleicht manchmal auch so ein bisschen abgedroschen und überstrapaziert. Guck mal, unter Achtsamkeit, wie viele Google-Einträge gibt's denn da? Milliarden wahrscheinlich inzwischen. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, ein wichtiges Thema natürlich, ja. Ob im Unternehmen oder in der Partnerschaft. Oder auch, wenn du gerade sagst, Kindererziehung. Jeder Mensch muss für sich selbst die verschiedenen Rollen gut ausfüllen, voneinander abgrenzen, ja. Und das ist ja gar nicht so einfach, ja, weil wir ja immer mehr Rollen haben, ja.
Vereinbarkeit, Familie, Beruf, da sollst du immer überall der Beste sein, performen, dabei auch noch gut aussehen, ja, immer weißes Jackett und dann noch ein kleines Kind auf dem Arm und noch den Hund ausführen und alles soll immer blitzeblank sein. Da ist Achtsamkeit natürlich gar nicht so einfach. Schön, was du gerade gesagt hast zum Thema Achtsamkeit. In der Schule, das Wort kann man vielleicht auch nennen Konzentration. Konzentration zu lernen, sich zu konzentrieren, zuzuhören. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast zum Thema Achtsamkeit, ist ein großes Thema. Ich weiß ja, dass du auch unheimlich gerne die Medien durchforstest. Ja. Welche Themen haben dich denn in letzter Zeit beschäftigt? Danke, dass du das ansprichst. Ich habe ja so eine Medienroutine. Schon das ist vielleicht auch in puncto Achtsamkeit ganz interessant, ne? Wann gucke ich denn in die Medien hinein? Das mache ich immer morgens ganz früh und dann nochmal abends ganz spät und den Tag über nämlich nicht. Das heißt, ich lasse mich den Tag über durch die Medien überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Ja, aber morgens ganz früh will ich schon wissen, was in der Welt passiert. Und abends will ich nochmal wissen, was ist den Tag über denn so geschehen. Was mich gerade wirklich nochmal sehr beschäftigt, ist so das Thema Zunahme von Gewalt. Und wie wir damit umgehen. Ja, also momentan sehen wir ja wirklich, dass die Medien nochmal berichten, häusliche Gewalt nimmt zu, gerade auch gegenüber Frauen. Wie ist da das Strafmaß? Ja, hinterziehst du Steuern? Ist es eine Katastrophe? Klaust du jemanden die Handtasche? Ist es auch eine Katastrophe? Klaut derjenige die Handtasche, der dazu noch einen Migrationshintergrund hat? Uiuiui, dann sind wir natürlich ganz, ganz schwer unterwegs. Aber so Gewalt gegen Frauen auch noch zu Hause, ach, da guckt man sich gleich mal die Biografie des Straftäters an und hat immer gleich ganz viel Mitleid, wenn der auch eine schwere Kindheit hatte. Das beschäftigt mich momentan so, ja. Weißt du, wo ist Ethik und Moral? Was ist denn eigentlich Gleichheit und Gerechtigkeit? Das sind so Themen, die mich momentan doch aufmerksam werden lassen. Ne? Sind wir nicht alle gleich auch vor dem Gesetz? Das ist so ein Thema. Und das andere natürlich unsere große Politik. Wie wird's denn so werden nach dem Superwahljahr? Auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ja. Ja. Ja, Johanna, du hast jetzt so viele Themen gerade angesprochen. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass du auch immer wieder überlegst, weshalb handelt ein Mensch so oder so. Obwohl ich auch sagen muss, es kann keine Entschuldigung für das Handeln sein. Ja, es ist zwar ein Grund, weshalb beispielsweise mehr Gewalt, das hat natürlich was mit Ethik zu tun und Gewalt, wie du sagst, Gewalt kann natürlich in verschiedener Hinsicht verschiedenartig aussehen. Ja, das auf jeden Fall. Auch Medien üben tagtäglich Gewalt aus bezüglich der Berichterstattung. Sie wollen ihre Leser, es geht letzten Endes immer nur um User, Leads, Leser. Und egal, wie man Überschriften schreibt, ja, die Überschriften, das hört sich ja immer schlimmer an. Und wenn man dann einen Beitrag anklickt und den Text liest, dann stellt man natürlich ganz, ganz schnell fest, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder für eine Geschichte? Oder erfundene Geschichte ja auch, ja. Ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich habe mich neulich mit einer Frau unterhalten und die sagte zu mir, fragte ich nach ihren Kindern. Die Frau sagte zu mir, naja, meine drei Kinder sind groß. Ich bin derzeit ziemlich fertig und mir geht's nicht ganz so gut. Und dann erzählte sie, dass ihre drei Kinder, also erwachsen sind, alle so 30, 29, 26, also in diesem Bereich. Und arbeiten bei der Deutschen Bank, sind also in großen Unternehmen, super Karriere. Aber sie sagt eins, sie schien sehr unglücklich. Sie sagt, ich habe aber drei Egoisten erzogen. Und das höre ich in der letzten Zeit immer wieder. Und das hat auch was mit Gewalt zu tun. Ja, das ist so eine ganz bestimmte Generation. Und ich beobachte das also, dass diese Frau ist nicht die Einzige. Es kam so spontan raus, dass sie, indem sie immer für ihre Kinder da war, immer alles gemacht hat, gekocht, mit Liebe alles gemacht, den ganzen Haushalt, eigentlich alles für die Kinder gegeben. Aber sie sagt, sie hat Kinder, auch wenn sie ihre Karriere gemacht haben, natürlich tollen Lebensweg, aber Kinder erzogen, indem sie sagt, sind drei Egoisten. Ich habe was falsch gemacht in meinem Leben.
Altruismus fordert und fördert manchmal ja auch Egoismus, ne? Also wenn man immer nur hineingibt in der Erwartung, in der vielleicht auch nicht geäußerten Erwartung, das, was zurückkommt, dann kommt auch nur das zurück, das eben noch mehr gefordert wird. Ja, die Frage ist ja immer, was ist Egoismus? Und ein gesunder Egoismus ist ja gar nicht verkehrt. Also dieses erstmal so die eigenen Ressourcen zu füllen, damit man auch anderen was geben kann. Wenn man aber gar nicht aufgefordert worden ist, auch mal was zu geben, und das höre ich bei der Mutter jetzt da gerade so ein bisschen raus, ne? Also du hast was, um davon wieder was abzugeben. Wenn man das nicht in die Erziehung hat reinfließen lassen, dann lernt man eigentlich nur immer das eigene Glas zu füllen, zu füllen, zu füllen, aber davon nichts wieder in das andere Glas zu gießen. Mhm. Ja. Und das sehe ich sehr häufig, dass auch im Unternehmen Leute einfach kommen und sagen, what's in for me? Ja, also wann kommt die nächste Gehaltserhöhung? Ich habe hier einen Praktikanten, dann muss ja noch was mehr rausspringen. Ja, ich habe jetzt noch ein Produkt dazu bekommen, also muss ich ja jetzt automatisch auch noch einen neuen Titel bekommen und so weiter und so weiter. Also mehr, mehr, mehr auf meine Seite, auf meine Seite, auf meine Seite. Und wenn man dann mal hinguckt, dann kommen diese Menschen oft aus einem Elternhaus, wo sie nicht gelernt haben, zu geben. Da gibt es ein tolles Buch übrigens von Adam Grant, Geben und Nehmen. Und der schlüsselt da sehr genau auf, auch in welchen Generationen und auf welchen Umständen die Leute heraus zu so Gebern oder Nehmern geworden sind. Ja, und er hat auch herausgefunden, das finde ich ganz, ganz spannend, dass so richtig erfolgreiche Leute, also finanziell erfolgreich, gesundheitlich erfolgreich, auch erfolgreiche Arbeitgeber und so weiter, dass die immer so eine, wie so eine liegende Acht, weißt du, die nehmen was und geben was, die nehmen was und geben was. Das sind aber nicht die Leute, die bis zur Selbstaufgabe, also wie diese Mutter, von der du jetzt gerade gesprochen hast, das sind nicht die Leute, die mit Burnout in der Klinik liegen. Das sind nicht die Leute, die ihr letztes Hemd geben, sondern die stehen selber gut da und wissen, wie viel sie geben können. Die können aber auch sagen, du liebe Jane, ich habe dir da und da geholfen, es wäre schon an der Zeit, dass du mal ein bisschen hier in die Bresche springst. Also die können das formulieren, aber ohne schlechtes Gewissen. Und darauf kommt's an, ja, dass wir da dieses Gleichgewicht gut finden. Und ich glaube, darauf kommt's heute sehr, sehr gut an, dass man seine Grenzen kennt und dass man auch weiß, wann darf man schon was fordern. Fordern und fördern, haben wir in der Schule immer gesagt, oder? Ja, sehr schön gesagt, fordern und fördern. Ja, was hat dich noch bewegt? Mich hat ein Thema noch bewegt, ja, muss ich noch ganz, und zwar, es gibt ja immer mehr Studien, die Medien schreiben ja immer über viele Studien, ja. Ne? Und ich habe über ein Thema geschrieben, über Demenz und Herpes. Ja, das hast du mir erzählt. Erzähl mal, da bin ich total interessiert. Und das ist so ein ganz, ganz interessantes Thema, das in dieser neuen Studie gesagt wurde, dass das Herpes, also wenn man ein Herpesvirus hat, den ja praktisch bestimmt, ich sag mal, 60% der Bevölkerung haben, vermute ich mal. Ich hatte zum Beispiel noch kein Herpes, ich hatte Glück. Ich hatte Glück, aber ich kenne viele, die Herpes haben und ihn dann auch immer wieder bekommen bei Stress. Und dass, wenn man diesen Virus in sich hat, dass es möglich sein kann oder dass die Möglichkeit besteht, dann im Alter später mal Demenz zu bekommen. Also spannende Studie, hat mich stark beschäftigt, weil ich natürlich viele Menschen kenne, die Herpes von Herpes immer wieder erzählt haben. Aber interessant, was du sagst, weil kürzlich habe ich eine Freundin getroffen, die hatte wieder die ganze Lippe offen und leidet darunter schon seit, ich glaube, 35 Jahren oder so. Und das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Also da richtet sich ja der Körper gegen sich selbst, ne? Und wenn jetzt auch noch Demenz dazu kommt, und man ist ja in der Demenzforschung irgendwie weit und doch wieder nicht weit, findet immer wieder neue Aspekte, so wie du jetzt sagst. Spannend, wie bist du da drauf gekommen? Also ich bin eigentlich deshalb darauf gekommen, über den Dr. Michael Greger, der hat ja dieses Buch geschrieben, muss ich dir unbedingt empfehlen, How Not to Die. Und der gibt ganz, ganz viele Tipps, was man machen kann. Also er empfiehlt natürlich die pflanzenbasierte Ernährung und wie man sich mit Pflanzen auch ernähren kann. Und er empfiehlt übrigens die Zwiebel. Deshalb erwähne ich das. Ich sage immer zu allen, die ich treffe, die Herpes haben, bitte iss frische Zwiebel.
Ich weiß, es fällt schwer. Ja, es fällt schwer. Aber die Zwiebel ist wohl, das soll wohl besser noch als Knoblauch übrigens. Sie hat einen Stoff in sich, der Viren töten soll, abtöten soll. Gibt's Studien dazu? Das erklärt auch der Dr. Michael Greger. Ich bin ja kein Arzt, ne? Aber trotzdem, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir auch uns Studien natürlich ansehen, ein gesundes Menschenverständnis haben, bestimmte Prozesse. Du kommst ja aus einer Arztfamilie. Also glaubst du, Moriarty, mein Hund, isst frische Zwiebeln? Zwiebelringe. Super. Ja, wenn was runterfällt oder so, sie mampft die weg. Ich glaube, da sind ätherische Öle drin, oder nicht? In der Zwiebel. Ja, auch. Da ist alles Mögliche drin. Aber die soll wirklich Viren und Bakterien abtöten. Und deshalb finde ich, ich weiß, aber ich sag's dir, die Zwiebel, und ich mache das immer, sobald es mal im Hals kratzt, schnell mal ein Stück Zwiebel gegessen oder abends den Mund reinigen. Ist so ein Tipp, den ich habe von Dr. Michael Greger aus How Not to Die. Ich war jetzt gerade schon so stolz, weil du gesagt hast, plant-based, also pflanzenbasierte Ernährung. Ja. Ich bin ja Veganerin und habe davor schon so viel Schelte kassiert immer. Die Leute kommen dann und sagen, woher kriegst du das? Woher kriegst du das? Das kann doch gar nicht funktionieren. Jetzt schau mich an, ich bin ja jetzt nicht so kleinwüchsig oder irgendwie so unterentwickelt. Also ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Aber die Zwiebel ist jetzt nicht unbedingt in meinem Programm bisher gewesen. Aber was ich sagen kann, ist mit... Komm, jetzt Verteidigung der Veganer. Ja, also was ich sagen kann, ist, immer wenn alle Leute krank sind, ich werde nie krank. Ja, und ich habe keinen Herpes. Das ist gut. Und ich habe keinen Herpes. Bis jetzt, toi, 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 auf Holz klopfen hier, liebe Leute. Aber du hast auch keinen Herpes, hast du gesagt. Nee, hatte ich auch noch nie. Bin ich auch froh. Aber ich esse auch Zwiebel. Ich reinige auch abends meinen Mund mit einem Stückchen Zwiebel. Man muss keine ganze, da wird mir auch schlecht. Ich reinige meinen Mund mit Zwiebel und seit Corona natürlich auch besonders lege ich da natürlich Jane, besonders du bist Wert. Immer so vorbildlich jetzt. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Unfassbar. Also Moriarty und du, ihr seid jetzt meine Vorbilder in Sachen Zwiebeln. Ich befleißige mich, das jetzt mal nachzumachen. Ich fange an mit einmal in der Woche. Und dann steigere ich mich. Na, immerhin. Das ist doch was Tolles. Okay, okay. Ja. Was hast du heute gegessen als Veganerin? Tatsächlich Gurke mit Tomaten und wilde Beeren und Rauke. Das liebe ich sehr mit einem Balsamico. Und dann gab's noch Haferjoghurt und Mandeln. Ich esse jeden Tag Mandeln. Ich bin ein mandelsüchtiger Mensch. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Mandeln gehen bei mir weg wie warme Semmeln. Ich habe mir schon überlegt, ob ich so eine Mandelbaumplantage oder sowas. Das wäre, ja. Also ich würde reich werden an mir selbst. Unfassbar. Also Mandeln sind für mich gerade so das A und O. Ja, unglaublich. Und immer Ananas. Ananas auch. Oh, ich könnte sterben für Ananas. Ananas ist auch super. Da sagt Dr. Michael Greger beispielsweise, die Ananas ist entzündungshemmend. Mhm. Und Entzündungen sollen ja laut Dr. Michael Greger, ich bin kein Arzt, aber die sollen vor Krebs schützen. Vor Krebs schützen. Ja, ja. Weißer Kittel wäre auch nicht schlecht hier. Aber ganz kurz, weil wir beim Essen sind. Ich habe heute Kartoffelsuppe gegessen. Oh. Aus frischen Kartoffeln ganz schnell in den Dampfgarer. Aber Kartoffeln übrigens bauen Muskulatur auf, auch wenn du keinen Sport machst. Das ganz kurz zum Thema Ernährung. Okay. Und ich bin ja, also Kartoffeln mag ich auch sehr. Ich bin ja dann auch so ein Bratkartoffel-Fan, sage ich ganz ehrlich. Und dann so ein Gürkchen dazu und so ein Quark. Oh, da könnte ich. Aber es muss schon ein bisschen so angebraten. Oh. Überhaupt, ich mag so schon gerne so die etwas ungesünderen Sachen auch, ja? Aber du siehst frisch aus. Man sagt, je gesünder man sich ernährt, umso frischer sieht man aus und umso klarer ist der Verstand. Weißt du, meine Oma hat immer gesagt zu meiner Mutter, dem Kind musste gut abschmelzen. Das bedeutete, ich habe immer auf so Knödel und solche Sachen, habe ich immer ein extra Stück Butter oder so bekommen. Ja, weil ich war auch als Kind ein bisschen lütt. Ja, also ich war immer so ein bisschen dünn. Ja, bei mir hast du immer so die Rippenbögen und so gesehen. Und dann habe ich immer von allem noch einen extra Zuschlag bekommen. Also da war ich schon gut, ja,
war ich gesegnet. Ja, ja, ist gut. Das ist gut. Aber mir ging das auch so als Kind. Aber immer unter Druck. Ich stand immer unter Druck. Ja, ich bin immer so viel gerannt und dann noch die Tanzerei und so weiter. Mhm. Da gab es dann auch mal ein zweites Mittagessen oder noch eine Stulle zwischendurch oder so. Großartig. Großartiges Leben. Mhm. Also überhaupt Essen ist ganz toll. Und jetzt gibt es ja auch wieder diese schönen Sachen. Ne? Spargel, Erdbeeren, so viele gute Sachen einfach. Ja, mhm. Ich liebe diese ganze. Und saisonal. Mhm. Saisonales Essen, Kochen. Mit Freunden essen, finde ich alles großartig. Mhm. Ja, ich kann nicht verstehen, wenn Leute nicht gerne essen. Das verstehe ich einfach nicht. Weil eine Freundin, die isst nicht gerne und die isst von allem dann nur die Hälfte. Und die spart sich dann alles so vom Mund weg. Oh Gott, ich esse dann immer erst noch mit Jane. Sieht man dir nicht an, aber ich genieße auch gerne das Essen. Aber das ist der Zauber. Also ja. Du musst genießen. Eine Freundin von mir, die macht auch Rohkost, ja, und immer mit ganz viel auch Sahne und so weiter und so weiter. Und die sagt, du musst genießen, dann setzt nichts an. Und das Schöne ist dann, wir frühstücken dann oft zusammen sonntags, ja. Und dann, sie lehrt mich das gerade. Und dann geht's immer, wie gut. Oh, Johanna, und der Rohkakao. Oh, köstlich, köstlich. Und da wird geschlemmt für vier. Ja, du könntest manchmal denken, da kommt eine ganze Fußballmannschaft. Mhm. Und wenn ich dann schon mal Fotos ins Netz stelle, dann sagen die Leute, sag mal, Johanna, wo isst du das hin? Aber es ist der Genuss, dass du dir keinen Stress machst, weil dann kommt Cortisol und das bremst wiederum die Verbrennung. Ja. Na super, du hast auch medizinische Erkenntnisse. Ja, das empfehle ich dir wirklich. Es ist wie eine Essensbibel. Es ist wirklich hochgradig. Ich finde es richtig klasse. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist unterschiedlich, ja. Also ich bin eine Suppenesserin. Ich esse unheimlich gerne Suppe. Okay. Ja. Aber ich bin ja auch, esse ja auch pflanzenbasiert. Ich im Jahr vielleicht einmal etwas Fleisch. Aber wenn dann Bio, ja, wenn ich merke, oh, ich brauche es jetzt, aber ich esse pflanzenbasiert und im Sommer Salate mit Avocado viel und Vollkornbrot und Leinöl liebe ich. Mhm. Ja, und natürlich die Walnüsse. Das ist so mein Thema. Ich fühle das Essen. Ich überlege immer, was esse ich? Auf was habe ich Appetit? Braucht er auch ein bisschen. Und du kennst doch sicher die Serie Die Köchin von Kastamar. Nein, nie gehört. So, nie gehört. Da geht's, also das ist eigentlich eine schöne Serie. Aber in dem Falle geht das auch, die Köchin, man stellt diese Köchin auch da, wie sie so diese Gaumenfreuden, fast so ein bisschen erotisch auch, ja, über das Essen, welche Gedanken sie sich dabei auch um die armen Tiere macht zwischendurch. Und also wenn man die Dialoge oder ihre Gedanken genauer hört, ist es ganz fantastisch. Vor allen Dingen auch mit Genuss zu kochen. Und da sage ich mir, das ist so nochmal mein Lebensziel, richtig mit Genuss zu kochen. Also nicht nur schnell, zurzeit mache ich alles, was schnell geht und schmeckt. Ich möchte mir Zeit nehmen, wenn dann wirklich einen ganzen Tag, um diese Gaumengelüste, so, also noch mehr Genuss ins Essen reinzubringen, wie ich beispielsweise so einen Wein, guten Rotwein trinken würde mit Genuss. Neulich kam ein Mann zu mir, der sagte, er fährt jetzt auf die Weinmesse nach Bordeaux. Da ist jetzt 2 Wochen Weinmesse und er holt sich einen Wein und wenn er diesen Wein trinkt, dann ist er so emotional, dass er weinen muss. Auch ein ganz interessanter Unternehmer. Ja. Naja, Wein und Weinen, das ist ja schon beim Anlaut dasselbe, ne? Aber also bei mir ist es Curry. Also ich könnte sterben für Curries. Aber kleiner Tipp für dich: Ich bereite abends mein Essen für den nächsten Tag vor. Ja. Das ist, Moriarty will auch was sagen, merkst du? Ich muss die mal absetzen hier. Ja, also das mache ich inzwischen, weil ich möchte nicht mehr in diesen Fastfood-Sog kommen. Weißt du, dass ich nichts zu essen vorbereitet habe und dann schnell zum Bäcker renne oder so. Das möchte ich nicht mehr machen. Deswegen jeden Abend bereite ich mein Bio-Essen vor und dann wird das hier in Tupper und so weiter eingetuppert und sagt man so, eingetuppert, ne? Ist auch schon so ein deutsches Wort. Witzige Worte haben wir im Deutschen inzwischen übernommen. Und das mache ich so. Ich würde sonst nicht durch den Tag kommen. Denn, weißt du, du hast so zwischen Coaching, Außentermin, schnell die Tasche gepackt und so weiter. Das geht besser. Und seitdem bin ich organisiert, vor allen Dingen, ich reise ja immer mit Hund.
Ne? Und dann muss ja ihr Essen auch noch einpacken und sie isst ja Fleisch. Ne? Und also muss ich dann immer so unsere ganzen Menüs getrennt halten und das geht dann besser. Ja, ja, so organisiert, oder? Ich habe noch ein Thema und ich sehe sie schon, gleich kommt Oksana. Ich freue mich schon total auf Oksana gleich. Wir machen noch eine Frage. Liebe Oksana, es geht gleich los. Und wir haben uns unterhalten, dass wir uns so ein bisschen Sorge auch machen um das neulich, um das Homeoffice, dass jeder nur noch fast nur noch zu Hause sitzt, ja. Einsamkeit entsteht. Ja. Und es ja, ne, wir haben über das Thema CO2 gesprochen und auch, dass es da neue Auflagen von der Europäischen Union gibt, dass Unternehmen CO2-Ausstoße, also bei Reisen, dokumentieren müssen. Ja, das war nochmal so ein Thema, was dich ja auch ganz, ganz stark mit beschäftigt. Klimawandel, CO2. Ja. Wir haben sehr intensiv darüber gesprochen. Ja. Ja. Das ist nochmal jetzt ganz kurz unser letztes Thema. Ich finde es spannend, weil es einfach jetzt Entwicklungen gibt, wo wir ja eine Meinung entwickeln wollen, aber es wahrscheinlich keine finale Meinung gibt erstmal. Ne? Also das Thema, was du ansprichst, ist, wir haben höhere Steuern auf das Reisen, was natürlich die Unternehmen zum Umdenken bringen muss. Ja, also welche Reise ist zwingend, welche ist notwendig, welche ist nice to have, ja, weil das natürlich alles in die Unternehmensbilanzen reinfällt. Ne? Das Fliegen, die Hotelsteuer und so weiter. Und ich komme noch aus einer Zeit, da ist man einfach mal für 2 Stunden mal eben Meeting, ist man nach New York geflogen oder so. Überleg mal, das haben wir damals schon kritisch gesehen, aber eher wegen unseres Zeitaufwandes. Ja, der ökologische Fußabdruck war uns zu Beginn ganz, ganz egal. Das kam erst mit der Zeit, dieses Bewusstsein. Heute sagen die Manager, es wäre schon gut, sich manchmal mit dem Kunden zu sehen, weil Auge in Auge geht manches leichter und abends beim Essen macht man doch noch mal den einen oder anderen Vertrag. Aber dann willst du danach nicht mehr nach Hause, sondern du würdest gerne im Hotel schlafen, weil sonst bist du völlig groggy. Jetzt sagen die Unternehmen, nee, geht nicht, ist zu teuer. Das heißt, die ganze Gastronomie, Hotellerie wird sich natürlich auch in Deutschland umgucken. Da fallen uns natürlich Einnahmen weg, Steuergelder weg und so weiter, Arbeitsplätze und so. Das hat alles für und wider und wir müssen uns neue Konzepte ausdenken. Und hier kann ich nicht so einfach eine Entscheidung treffen, was ist richtig, was nicht, was ist gut und was ist falsch. Wir müssen nur einfach mit der Zeit gucken, wie wir uns neu aufstellen. Genau. Ja. Und ich sehe natürlich schon viele Leute, die einfach sagen, spinnen die da oben oder in Brüssel oder in Berlin. So einfach kann ich es mir natürlich nicht machen. Und diese ganze volatile Welt, das spürst du in deinem Job, ich in meinem. Wir haben kürzlich über die Hundesteuer gesprochen, da war es auch so. Also ein Wahnsinnszuwachs auch bei solchen Themen. Ist es natürlich so, dass man nicht mehr so eine einfache, meine Liebe, sie liebt dich so sehr hier, dass man nicht so einfach sich eine Meinung bilden kann. Also man kann eine Meinung haben, aber aus einer Meinung wird kein Fakt. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir die Diskussion gut führen. Ne? Aber die Medien werden wieder das ausschlachten. Ja, sei es die Rechten, die Linken, in der Mitte trifft sich ja momentan alles. Ja. Jane, es sind spannende Zeiten, oder? Es sind spannende Zeiten. Und wir lassen das Thema mal so stehen. Es war super spannend jetzt mit dir. Aber unvorbereitet. Aber es geht uns ja auch darum Themen, über Themen zu sprechen, die uns beschäftigen, aber auch die Welt beschäftigen. Ja. Übrigens über dieses Thema Hotels und EU, was wir gerade hatten, haben die Medien noch nicht so viel berichtet. Ne? Die kommen jetzt, das nachdem kommt. Sie uns gehört haben. Genau. So, ja, wenn ihr Vorschläge habt, über was wir sprechen sollen, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über ganz viel Feedback, ja, wie ihr unser Gespräch heute fandet. Und ja, wir machen bald das nächste Gespräch. Und ja, schreibt einfach euer Für und Wider in die Kommentarzeilen. Und ja, das war's für heute. Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Johanna, dass wir gesprochen haben, geredet haben. Ich freue mich jetzt gleich auf Oksana.
Sehr gerne. Ich freue mich auch auf eure Geschichten zum Thema IKEA. Da wäre ich total interessiert, ja. Vielleicht ist da das ein oder andere dabei. Handwerker sind Engel. Und liebe Jane, ich danke dir. Es war ein tolles, tolles Gespräch. Ja. Unvorbereitet und ja. Toll. Aber dass du das jetzt hier gerade nochmal sagst, Thema IKEA, Thema Schule, Thema Egoisten und das letzte Thema, CO2, Klimawandel, EU. Ja, also wir haben ja eine ganze Menge Themen und dazu könnt ihr natürlich eure Kommentare schreiben. Dankeschön, bis bald und wir wünschen euch einen riesig schönen, tollen, großartigen Tag.